Hallo miteinander und willkommen zurück zu Star Sector mit Torrent Gantz. So, wir haben den Azov Nebula erforscht. Wir fliegen jetzt mal zurück nach Beta Gorillus, denke ich. Da schaffen wir es sogar noch, die Invasion abzuwehren. Ja, wir haben ein bisschen Geld. Also hier für die Custom Production. Also die ist schon etwas gestiegen. Mal so, ja. Wir wollten ja eigentlich die Banshee haben, ne? Den Battlecruiser. Den mal ausprobieren. Es wird 2 Monate dauern. Auf beginnen einfach mal den zu konstruieren. Das ist einfach mal darauf, dass es passt. Das Blöde ist halt, wir haben zu wenig Geld gemacht. Viel zu wenig Geld gemacht, diese Expedition. High Command ist fertig, at Torrents World. Also die Welt ist auf jeden Fall sicher. Da sollten jetzt ordentliche Flotten unterwegs sein. Gut. Ah ja, richtig. Command. Und nicht mal Command, sondern hier. Wir haben nämlich 12. Sabra Salazar ist ein... 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Das ist wahrscheinlich dich hier von dem Battle Carrier. Das ist echt bitter, die sind richtig gut teilweise. Level 11, Level 7. Ich würde ja den guten Titan, also dich kann man dismissen. Du hast nur Carrier Skills. Das heißt, du ersetzt wahrscheinlich den Titan-Typen. So. Steady und cautious. Nehmen wir diese Ansicht. So einen cautious Typen, ne? Das Steady ist eigentlich auch okay. Und du bekommst irgendwas, was Fighter hat entsprechend. Eigentlich wäre der hier schon etwas besser in der Beziehung. Wir müssen auch demnächst mal irgendwann von leichten Carriern auf schwere Carrier umsteigen. Das ist dann das nächste. Wir lassen uns überraschen, wir holen jetzt erstmal die Fregatten ab. Dass wir das, was wir haben, für genug Geld verkaufen können. Hm. Ach ja, natürlich. Nächste Remnant Support. Ja, hau mal lieber aus dem Weg ab, ne? Das. Also Beta Gorillus. Eigentlich wäre es ja in dem Spiel, oder Universum, kann man so vielleicht sagen, wäre es sehr einfach eigentlich, zum Beispiel Space Fortress oder so an die richtigen Stellen zu bauen. Also an den Gates. Deswegen geht das wahrscheinlich nicht aus Balancing-Gründen. Wir sind auf Manufactoria. Genau, und Manufactoria dürfte ja hier in der Flottengeschichte. Ach, das wurde nach der Hauptstadt geliefert, ja. Wahrscheinlich schon. So. Wir haben mehrere Beta-Cores. Ich meine, es geht mir das jetzt von der Hegemony angegriffen zu werden. Wir können sie auch ausbezahlen. Wir können auch gegen die Hegemony kämpfen. Wir sind eben im Krieg mit denen. Also ist eigentlich egal, oder? Wenn ich jetzt einen AI-Core reinpacke. Das sind wie ein Upkeep-Cores hier. Wir haben ja auch Alpha-Cores, ne? Dein Abgib ist ja gar nicht so gering. Weniger Demand an Metall. Das müssen wir immer noch von außen bekommen, weil wir kein Refining haben. Genau, und hier haben wir ja jetzt den zweiten Slot frei. Ja,
eigentlich. Kommen wir was bauen wollten. Genau. Schaffen wir kurz mal einen Überblick. Du hast doch 2 von 3. Okay, das heißt, wir bauen drüben Refining. Und im Heimatsystem bauen wir Commerce. Ja. Das ist ja wahrscheinlich sinnvoller. Und wenn ich bei dir dann krasse Sachen einsetze. Jetzt muss ich aber kurz mal gucken, waren die Piraten denn schon hier? Colony Threats. Auf jeden Fall eine Pirate Activity hier auch. Okay, 5 Tage bis sie ankommen. Ja, dann lassen wir ganz kurz rüberfliegen zur Hauptwelt. Running from your fleet. Mach mal. Dann die Stelle rein. Also ich mal gerne eine unserer Pickets sehen, wenn ich dürfte. Wie viel hat er für eine normale? Wahrscheinlich werden wir Grayson kolonisieren. War nur, um hier noch 2 weitere Industrien zu bekommen. 125% ist völlig okay. Und dann konzentrieren wir unser Hauptzeug hier hin. Was wir dann die Administratoren bekommen, dann können wir das weiter outsourcen. Das ist ja quasi du, meine, dieses Cluster. Also, naja, wenn wir es so rollenspieltechnisch machen wollen, ne? Gut. Wir haben hier Alpha Course. Nehmen wir mal einen mit. Ich weiß gar nicht, ob Nanoforges. Wir haben hier noch einen. Okay. Also wir können die verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob die auch bei Light Industry reingehen. Das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. So. Packen wir erstmal die Waffen rein. Und dann werden wir gleich sehen, wie es aussieht mit den Schiffen, die wir gebaut haben. Die verfolgen uns Fregatten, die 2 Stück. So. Oh wow, ja. Natürlich, die ganzen LPCs auch. Okay, confirm. So, Colony Info. So, wenn ich bei dir einen AI-Core einsetze, dann kriege ich ja. Genau, Increase Fleet Size bei 1,25. Wupp. Okay, jetzt beginnt der Spaß. Nicht jeden AI-Core noch einsetzen, ne? Was ist Demand? Ist Production by One Unit, okay. Dann würde ich hier einfach mal. Kostest du an 2000 Upkeep. Hier ist jetzt nicht so viel. Hier ist eigentlich nichts besonders teuer. Bei dir ist Station Combat Effectiveness. Also den Demand hier runter zu setzen ist natürlich super. Was ist, wenn ich hier... Irgendeinen Demand hast du ja, ne? Das ist dieses Zeug da. Oder? Ach nee, das ist der Maschinerie-Demand. Da können wir mehr Maschinen exportieren, das ist natürlich super. Passiert hier? Diese Stockpiles greatly. Gehen wir hier in Beta-Core rein. Ja, das Accessibility-Ding ist natürlich super hier eigentlich. Mal hier noch in Beta-Core rein. Hier noch einen. Ansonsten haben wir überall die Demand-Geschichten rein. Minus 1 mit den Gamma-Cores. Ja, und damit beginnt jetzt der bald kommen bösartige Leute hier, um uns anzugreifen. Wegen unserer KI. Ach, guck mal an. Keine D-Mods. Wollen wir was da lassen? Und
etwas da lassen? Eigentlich so, nicht so wirklich. Ich habe mir überlegt, ob wir noch einen Frachter kaufen sollen. Ich meine, 10.000 wäre schon gut. Nochmal so einen richtigen Starliner. Könnte natürlich dich theoretisch auch ersetzen. Du bist ein super Ship, ganz klar. Na gut, wir haben jetzt noch 4 Plätze, das ist okay. Wir dann wahrscheinlich mit fetten Schiffen hier füllen werden. Dockside Bar. Shady Person Storyteller. Nope. Wir können auch Autonomie granten. Was soll das genau bedeutet? Ich weiß nicht, ob er dann eine eigene Fraktion wird oder ob er dann independent wird. Das können wir irgendwann mal versuchen. Ja, okay, transferen braucht man nicht wirklich. Das könnten wir später tatsächlich auch mal machen. Wenn wir im Sektor sind und wir erobern. 100.000 auf die Expenses. Das ist okay. Und jetzt hier drunter. Oh. Der nächste Lieutenant, der gejoint ist. Super. Brandons waren wohl unterwegs hier. Okay. Scheint alles noch in bester Ordnung zu sein. So, Manufaktoria. Constant Man. 151.000 zu Hegemony. Chickamostock. Wir sind mit denen immer noch im Krieg, ne? Das prüfen wir eben. Wir selbst. Nee. Ging das durch? Ach, das ging echt durch. Okay. Dann können wir das natürlich machen. Base discovered, sehr gut. Wir haben hier auch Pirate Activity. 150 Tage. 1180 Supplies sind das. Nach Chickamostock. Ja, wir nehmen es mal mit. Auch wenn wir jetzt etwas über Kapazität sind. Okay. Was könnten wir hier lassen, was nützlich ist? Eigentlich das Metall. Das bringt uns kaum was und hier wird es wenigstens verarbeitet. So. Das heißt, wir müssen es eigentlich nicht mehr importieren. Ne? Es ändert sich nichts hier. Du benutzt doch Metall, oder? Ja. In 9 Tagen ist es fertig, dann kann man hier mehr Kapazitäten. Gut. Also gut. 150.000 momentan. Das reicht nicht für ein Patrol HQ. Das müssen wir unbedingt noch hier bauen. Auf irgendeiner Welt. Am besten auf beiden. Okay. Wer hat den größten Upkeep? Du, hä? Ja. Wir bauen nur Gamma Cores. Die eine Welt produziert eigentlich momentan noch genug für alle Welten. Was wir nicht vergessen haben, ist die anderen Gamma-Cores mitzunehmen aus dem anderen System. Aber okay. Was sagt unser Gesamteinkommenssheet? Ja, das sind ja die Production. Das hier an der Age macht momentan eh nichts. Könnte man vielleicht auch mal irgendwann entlassen. Okay, wir haben noch eine Sache, was Entlassungen angeht. Oh wow, das ist Level 15. So, das heißt, Nagasi kommen darf gehen. Und Carrier Captain. Warte mal, du bist ja mit den ganzen Annihilatern. Der hat beide Skills ganz gut, der ist aggressive. Ach, naja. Du könntest also sowas wie eine Legion kommandieren. Die kann nämlich auch schon mal in den Nahkampf gehen. Ja, also wir warten jetzt im Prinzip nur noch auf die Piraten, bis sie hier auftauchen, bevor wir wieder weiterfliegen können. Ja. Ja, da wissen wir zumindest, wo die Pirate Base ist. Da ist
irgendeine Flotte? Ja, sie haben sich auf jeden Fall das schon geholt, okay. Das ist ja für ein komischer Kampf. Piraten-Scout gegen die Mercenaries. Gut. Ja, mein Lieber ab. Hätten sie hier ganz locker hier reinkommen können. Okay, wer kommt? Weiß nicht, wenn sie im System sind, werden sie wahrscheinlich Midori angreifen wollen. So, Orbital Works sind fertig. Ja, da ist eine Flotte. Ja. Da ist eine Flotte. Das ist ein Scavenger. Jetzt geht's auf Minoria. Irgendwann finden die Vermeidung, die brauchen nämlich dieses ganze komische Drogi-Zeug, das haben wir hier eh nicht. Ja, es dauert noch eine Weile, bis du fertig bist. Was sind denn die scheiß Piraten? Cops Presence over. Sie müssen ja im System sein. Tournament Cheating. Was? Die Schweine. Das gibt's doch nicht. Jetzt. Nee, es ist vorbei. Wahrscheinlich kamen die gar nicht erst hier an, ha? Huh? Diese Mongos. Okay, wir gehen kurz die Piratenbasis killen, damit die Piratenaktivität hier aufhört. Und danach gehen wir Zeug verkaufen nach Exvis. Das haben wir jetzt genug. Yep. Sehr gut. Das war so geplant, ja? Es ist doch wieder eine riesige Random-Flotte. Sollen wir die verteidigen? War das so die Piraten in dem System da hinten, oder? Oder wie ist das gemeint? Nur ein reines System, also... Kannst mich mal... So, okay, und da dürfte die Banshee delivered sein, das heißt, wir können die gleich mal abholen. Wo ist die Pirate Base? Location bietet sich noch an, aber... Okay, hier im Gürtel. Emergency Burn. Ja, mach mal. IVA-Plattform. Consider military actions. Catch the orbital defenses. And continue to battle. Ich werde wir so viel ja gar nicht brauchen. Die ganzen neuen Fregatten gar nicht mitgenommen, aber gut, wir brauchen sie jetzt im Moment eh nicht. Ja, es ist ein ganz schöner Overkill, was wir hier machen. Ja, die kann doch nicht sagen, da sind die Piratenstationen. Unsere Jäger haben Spaß. Das freut mich.
keine nennenswerten Waffen drauf. So, dann schießen wir mal. Am Flux, sag ich mal, Limit sind sie schon. Da kommen eine ganze Menge weiterer Raketen. Na, schaffen wir es bei diesem ersten Turn? Ja, ich denke schon. Gut. Den Rest werden wir beschleunigen. Die Jäger können... Ja, schon sagen, den Rest machen. Machen sie auch tatsächlich auch. Ach ja, das ist wahrscheinlich die aggressiv... Na, bist du nicht mal. The enemy crumbles. Das gute alte Keksmonster. Ja, davon braucht man nichts. Es sieht sehr lustig aus. Romanico, Spec Class Light, Shielded Rig. Okay. Ja, nehmen wir alles mit. Beef. Müssen wir nur hoffen, dass wir hier rauskommen, ohne direkt in die Remnants reinzuspringen. Könnte passieren. Wir werden mal gucken, wie es aussieht an den Jump Gates. Ansonsten müssen wir uns einen anderen Platz suchen zum rauswarpen. Au. Hier. Yeah. Ja, ist wiederhergestellt. Und das ist zum Jump Point. Nein, sie sind dort. Mit dem hier. Okay, dann fliegen wir einfach irgendwo weit weg. Und versuchen dort Transverse zu jumpen. Beta Dnieper Strike Mission. Transverse against BlackRock, okay. So, dann versuchen wir hier unser Glück, ja? Weit genug draußen auf jeden Fall. Dann fliegen wir jetzt wirklich nach... Na, wir kriegen erstmal den Betaglas, holen uns das neue Schiff. Und was wir als nächstes bestellen, das könnten wir jetzt schon machen. Wir brauchen ja mehr Capitals. So, also wir haben die Banshee. Bastion, Endless Gemessen Class Command Ship. Operation Center, Salvage Gantry, Surveying Equipment. Large Ballistic, Small Ballistic, Medium Ballistic. Carrier Outlaw. Wir haben keine Piratenschiffe. Die Exalted. Geschichte hier, die will ich ganz gerne eigentlich haben. RCMG, Large Energy. Death Rattle Support Fighter Wing. Und da kommen nur die guten Sachen hier. Eine Baikal noch. Glitch. Exalted. Medium Synergy. Weiß man nicht. Eingebaute 2 halbierte Cannon Mark 2. Das sind diese Seitendinger, glaube ich. Fragezeichen, Fragezeichen. Man weiß es nicht. Critical Power Surge. Ships shot in Mystery. The Lich is manufactured by Ed Industries, but is said to be designed by an strange group called the Exalted. Ich meine, ich würde das Ding auch gern mitnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, wir machen mal eine Odyssey als nächstes. So eine Exalted Odyssey. Ja, genau genommen müssen wir erstmal kurz hier in der Falle, ne? Die Schiffe sind ja hier in dem System, das darf ich nicht vergessen. So, Arus, das ist dann. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Crew? Haben wir genug Crew, um die Kolonie hier zu gründen momentan? Die nächste im System, die Grayson-Geschichte? Wahrscheinlich ja. Das System ist auch total zugemüllt.
Hoffentlich erzählen die niemanden daheim, dass wir hier KI benutzen hier. Repair mal kurz. So, manage the colony. Fleet. Take. Ohne die Mods. So. Also. Refits. Hast du denn so drauf? Du hast Tornado Hornet Launcher hier vorne. 3 Stück Medium Missiles, Anti-Armor. Das sind eingebaute Eierpulse-Laser. 29, wir sind fast effizient hier. Wow, wir haben noch eine ganze Menge Platz auch noch theoretisch. Oh Gott. Plasma Lands. Mit 50. Anti-Proton Beam Point Defense. Einfach ein normaler Point Defense Laser. Hier auch. Weil du bist die Large Energy. Du bist auch eine Large Energy. Kann ich keine Point Defense draufhauen, wenn ich ehrlich bin. Weil wir tatsächlich, wenn wir das hier nicht machen, irgendwo echt wenig Point Defense haben. Einen Dagger-Torpedo-Bomber mit dabei. Ich würde lieber irgendwas mitnehmen, was hier uns supportet. Pied Laser Latina. Argent Support Fighter, ja. Das ist die gute Wahl schon mit drauf. Bau mal das hier ein wenig ab. So, das ist quasi unsere Hauptbewaffnung hier. Plasma Megabolt, aha. 50. Und der Schaden ist natürlich immens hier, ne? Reichweite ist fast gleich. Wir könnten beide jetzt theoretisch reinpacken. Macht alles nur einmal, was. Ne, ein wenig blöd ist. Wir müssten mal Waffen bauen, schätze ich. Large Energy. Das nimmt eine Menge weg. Eine ganze Menge. So, Efficiency Overhaul wäre eine Idee. Die Fusion Cells wollte ich eigentlich haben. Diese super tolle Modifikation. Dreimal pro Kampf kann man sie, wird sie eingesetzt, offensichtlich, wenn man über 85% kommt. Powerful consuming size damage to the system, limiting its capability to 3 strikes per fight. Okay. Ja. Und im Klartext, das ist auch noch Synergy, da könnte auch noch eine Rakete durch sein. Ja, gut, wir können das glaube ich so nicht machen, das ist too much. Also dich nach vorne, das nehmen wir mal mit, den Plasma Mega Bolter. Hier müssen wir irgendwas Point Defense-mäßiges draufpacken. Nicht ganz so heftig ist. Antiproton-Beam. Ja. Dann ist die Seite hier auch ganz safe. Jetzt haben wir hier noch diese zwei. Synergy wäre nochmal eine Raketenvariante. Ja. Hier nochmal ein Medium Energy Turret. Brauchen wir, glaube ich, dann erstmal gar nicht mehr so. Na gut, wir brauchen ihn schon, aber nicht so sehr. Insbesondere, wir werden gleich natürlich noch mehr brauchen, aber ja. Ja, die Helvet Cannon, die können wir hier schon mal draufpacken. Können wir ja auch nicht. Wir können eigentlich 2 Stück hier draufpacken, wenn man ehrlich ist. Du willst, ich soll mit dem Plasma Balter schießen und mit all den Raketen. Das wird ein Missile Rex haben wir hier. Und ein True Plating und ein Sigma Upgrade. So including a sturdy Omni Shield über Narrow Arc. Warte, ich muss das mal kurz cancel. Ja. Ja, das
würde fast sagen, dass wir hier drauf Extended Shields brauchen. Also zumindest bräuchte ich es wahrscheinlich. Haben wir dann Extended Shields? Defenses. Nicht diese Art von Defenses. Shields. Hier. 20 würde das kosten. Ignorieren wir einfach die Efficiency. Kann ich nicht einbauen? Ja, irgendwann nur wechseln. Shields, Front Shield Emitter und Front Shield Generator. Aha, aha. Score is fine tuned for high dissipation rate. At expense of max capacity. Das Schildflux ist aber jetzt echt. Das waren Hardened Shields, Stabilized Shields, ja. Machen wir mal die Stabilized Shields rein. Ja, schon nur so ein bisschen da vorne haben. Okay, Weapon Groups müssten jetzt eigentlich passen. Jetzt hätten wir noch theoretisch ein bisschen was frei. Aber wenn ich ehrlich bin. Ich meine, das Ding ist halt echt. Wir haben absolut keinen Kinetic-Schaden auf dem Ding hier gerade. Was echt so ein Problem werden könnte. Ziemlich schnell. So schön das Ding auch aussieht. Diesen Piekser. Naja, wir haben mehr Reichweite. Wir haben eine ganze Menge. Raketen. Also wir könnten hier mal. Kriegen wir ein zweites Squall MS auch noch hin? Ich würde es gut finden. Ach, du bist Medium. Sich Large Missile Geschichten hier. Okay. Das heißt. Zwei davon und hier machen wir nochmal so eine Medium-Geschichte dann. Dann machen wir hier nämlich 1, 2 und 3. Was? Machen wir es so rum, ja? Oder eher so rum? Okay, die 1 ist Alterating, aber na gut, das ist eh nur ein Ding. Das war genau ein Punkt, der gefehlt hat. Ja, die Airpods-Lesser werden da vorne nicht auch noch ihren Job machen. Okay. Ich schätze, es ist in Ordnung. Grappling Beam, Positioning, Waffe, Tactical Laser. Ja, ich denke, das ist okay auf den zwei. So, dann packen wir dich mal hier hoch. Gegen dich selbst, schätze ich. Da wird ein sehr guter Platz auf einem sehr guten Schiff frei. Das darf dann Chraya übernehmen und irgendjemand darf dieses olle Ding noch fliegen. Wie wär's mit dir hier? So. Ja, und dann machen wir nächste Folge weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Ton.